Jetzt sind über 20 Leute rausgegangen, weil die denken, das Spiel ist aus. Ist das bescheuert? Danke, Jason. Hallo, Sandra. Jetzt kommt es, wo ich eins meiner Lieblings-Kindheitsspiele dann bald spielen darf. Chrissy, danke fürs Folgen. Das war das Intro, ja? Aber die Leute haben halt jetzt gedacht, es wäre vorbei. Okay, ich schwimme stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar. Es war jetzt gut, auf einmal gehen 20 Leute raus. Ist nur noch zu einem Viertel voll. Ach, TikTok, ey. Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Super einfach. Das war jetzt ein super Moment. Wie sie einfach sofort weggehen, weißt du? Das ist TikTok. Da ist Verlass drauf. Da sagst du einmal das Wort Gute Nacht oder sowas. Zack, sind sie alle weg. Klar, GTA 6, wenn ich es fertig entwickelt habe, mache ich einen Stream dafür. Kein Problem. Also im Jahre 2047 ungefähr kannst du damit rechnen. Wenn die PS8 draußen ist. Ah, da ist er ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Okay, dann mal los. Ich wünsche dir viel Spaß beim Duschen, Alex. Immer schön unter der Eichel waschen, das ist ganz wichtig. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Mal sehen, da sind 1, 2, 3. Nach meiner Rechnung fehlen uns 2 Kisten. Ich werde sie suchen. Warte, komm lieber erst mal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ha, hab eine. Dann einen guten Hunger, Professor. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Hab die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Das war ja sein ursprüngliches Ding, oder? Haben die da nicht so ein Tauchbergungsunternehmen gegründet jetzt? Der hat sich ja eigentlich jetzt schon zur Ruhe gesetzt. Der wird ja nur noch mal wegen dieser einen Sache aktiv. Okay. Und Trixi, wie sieht's aus? Hast du dein Hab und Gut verkauft? Direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Oh, das hat mir schon sehr gefallen. Schon schön, die Unterwasserwelt, wie sie gemacht haben. Ganz ehrlich, da war ich damals schon sehr beeindruckt. Häng den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Ich versuche es, um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Da bin ich damals so verzweifelt, das weiß ich noch. Weil der ums Verrecken nicht um diese scheiß Achse geschwommen ist. Gott, habe ich das gehasst. Und das zweite. Okay, und los. Okay, mach Platz. Wir heben ihn an. Ja, los. Bin soweit. Und hoch damit. Hi. Hallo Universum, ja, was haben wir denn da? Wie heißt du denn, mein Schätzchen? Ach, ich nenne dich einfach du. Sie mit den anderen fest. Matthai, Alex, danke fürs Folgen. Dass das immer noch funktioniert?
Muss wohl rostfreier deutscher Stahl sein. Damit das um so eine Uhrzeit, hätte ich fast gesagt. Ich hab noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Ich glaube, man findet hier wirklich irgendwo noch einen Schatz. Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Aber ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo, aber ist echt schön, oder? Haben sie schon schön gemacht. Auch die einzelnen Sachen so einzeln animiert, kein Konturenbart. Schön. Ha, würde ich glatt wohnen. In Nathan Drakes Vagina drin. So, hängen wir uns mal ein. Und los. Mach. Okay, ich bin bereit. Hol mich hier raus. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Und aufwärts. Liebe Leute in TikTok, bitte mal das Plus wegmachen. Was für eine Schönheit. Und bitte auf Twitch auch folgen und zugucken. Ich wär euch sehr verbunden. Jeder, der Twitch hat, bitte auf Twitch rüber. Und sich meiner Community anschließen. Ich spiele nämlich sehr oft. Was geht so, Jungs? Übrigens ist in Twitch auch die Qualität des Streams besser. Wollte ich nur noch mal sagen an die, die in TikTok sind. Hi. Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. So, was der für Sprünge überlebt. Oh, das weiß ich noch nicht, Sandra. Das muss ich mal gucken. Vielleicht sogar Tomb Raider, ich weiß es nicht. Aber nur den neuesten Teil, wenn dann. Das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mom. Fies, Mann. Das werde ich hier auch sagen. Irgend so ein random Arbeiter redet mit dem oberen Volk. Schrecklich. Das ist Uncharted Teil 4, ja. Wie er versucht hat, mich zu dissen und dann hat der voll ein in die Klatsche bekommen. Das war eine ordentliche Respektschelle jetzt. Verbal. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderen vor. Du brauchst eine Pause. Nein, Grafik ist gut, gell? Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Darf man aber nicht vergessen, Leute, ich mach, das ist die PS5-Version. Also es ist nicht so wie auf PS4, sondern schon noch ein bisschen hochgerendert. Ach, Mann, nein, wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ja, ist bereit. Ja, klar. Danke. Teil 1, 2 und 3 sind geremastert worden. Für die PS4. Wow. Und Teil 4 und 5. And this is to go even further beyond! Nein, nein, nicht ohne Gefahr. And this is to go even further beyond! F steht für Freunde, die was müsste nochmal kommen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich haben wir mal Spaß. Und friedlich und freundschaftlich. Hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Was,
Trixie, danke für die Gifted Subs. Sehr, sehr lieb von dir. Geschenk? Ich freue mich. Das? Ich habe Nachrichten von meinem Kontakt. Danke fürs Folgen. Das Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss gerne, sagt sie. Das Geld für die Ausrüstung lieb. Ist auch gesichert. Wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue. Der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du? Ich schon. Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Dobu, danke fürs Folgen. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. So ein Scheiß. Hallo, Run-Tour-Million. Du kommst zu den anderen. Jetzt muss ich doch schießen, oder? Ein normales Leben. Das ist eine interessante Frage. Ich werde gesiezt. Ich hab mal deinen großen Bruder bestiegen. Stimmt, das war... Da kann ich mich noch dran erinnern. Das war Teil 2. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Teil 1. Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Sieh uns nur an. Ich bin auch auf YouTube und auf Twitch. Also live jetzt gerade auch auf Twitch. Was ich euch empfehlen kann, da ist es ein bisschen besser als in TikTok. Und YouTube gibt es mich auch, ja. Also alle Livestreams, die man verpasst hat, kann man bei mir auf YouTube gucken. Auch Teil 1, 2, 3. Dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Das war cool, das kann man anzünden und dann macht's. Puh. Der Bruder. Ja, danke für nichts, Dismas. Ich glaube, bei dem Kreuz ist schon was drin. Nur muss man es entdecken. Ja. Jetzt geht's ab, Alter. Kommen Sie. Entdeckung. Singelt. Schwarze. Boah. Kann weitergehen. Friss Plastik. Hab dich. Das ist so überflüssig, aber es ist halt da. Wie ein Profi. Habe ich eine Scheibe vergessen? Ist gut. So macht man das. Und tschüss. Yay. So. Ja, zeig's mir. Gab's sogar eine Trophäe jetzt dafür. Hey, kommst du runter zum Essen? Ja, bin gleich da.
Aber warum ist SpongeBob in TikTok schwarz? Das verstehe ich nicht. So, Schluss mit den Spielchen. Dankeschön. Wie nett. Jetzt wird's noch mal ein bisschen idyllisch. So Family und so. Vielleicht noch mal kurz kacken. Nein. Schau mal an, er reagiert sogar auf sein Spiegelbild. Super. Du warst lange da oben. Ich habe recherchiert. Elena. Ah, so nennt man das also. An alle Fußfetischisten hier. Hey, könnt ihr noch mal kurz gucken. Auch gleich fertig. Können wir ein bisschen Füße gaffen hier. Danke. Schau mal hier, sexy Füße für die, die es drauf stehen. Der obere ist ein bisschen knödelförmig, aber ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Dankeschön, Kay. Kann ich zwar kaum glauben, aber es freut mich. Na bitte. Du musst auch trinken. Das Bier wegstellt, der Affe. Das ist einer der besten Dialoge zwischen dem Ehepaar, finde ich, die jemals geschrieben wurden. Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, hab ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur mal den Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand. Hey. Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Die Bewohner von Bangkok und der Smog und wie sie deswegen nirgendwo hinfliegen können und der Arme. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war die richtige Richtung. Danke oder? Fürs Folgen, Mika. In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Er hat's versucht. Wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn an. Phoenix, danke fürs Folgen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind. Du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur
Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Crash Bandicoot. Sehen. Ja. Kindheit. Springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Hallo, Scotty. Oh, wow, okay, Cowboy. Oh, das ist so Kindheit. Okay. Sieh zu und lerne. Oh, ich lerne schon. Oh, der Sound einfach. Ich habe mir übrigens überlegt, Spyro und, Nein, es muss laden. Laden? Ja. Crash Bandicoot auch live zu streamen. Ich habe nämlich alle Teile da. Was anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Boah, waren das noch Zeiten, Alter. Polygone. Gibt's ein Problem? Nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. Ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Ach so, ich... So, Kamera laufen. Da gab's noch keinen. Die Kreistaste ist ein Dreher. Boah, das muss man mit dem Steuerkreuz machen. X springst du. Weil, da gab's ja noch keinen Joypad. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Ich hab dem Felsblock nichts getan. Benutz den Felsblock. Hey, spring! Schrei mich nicht an. Ich feuere dich an, ich coache dich. Weiter so. Was ist das, ein Fuchs? Ein Beuteldachs. Sieht nach Fuchs aus. Wie ein Fuchs in Jeans. Okay, zerstör die Kisten. Warum zerstört ein Fuchs Kisten? Das sind einfach berechtigte Fragen. Das ist einfach so. Oh, die Zeit läuft. Das habe ich vergessen. Perfekt. Übrigens, Füchse können das nicht. Beuteldachs. Das sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal einen gesehen? Hoppala. Das tragen bestimmt keine Kronen. Okay, nimm die Frucht. Was macht die Frucht? Bei 100 kannst du einen Kronen dran. 100? Wer hat Zeit, 100 Früchte aufzusammeln? Mach das echt gut jetzt mal, ganz im Ernst. Oh ja, gut gemacht. Yay! Yeah. Ich hab schon mal gespielt, ja. Das ist super, wie die reden. Ah, ich hab ihren Score nicht geknackt. Oh, schade. Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Echt jetzt? Was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, langsam. Wie? Ich dachte, du...
Du wurdest getroffen? Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte. Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten. Das wäre ich fast. Danke fürs Folgen, Lord Demon. Mensch, Sammy. Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich du wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey, alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Setz dich. Aus Versehen entfolgt. Oioioi. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hängst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das... Das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Der zweite war der beste. Shambhala. Okay, vor ein paar Jahren war ich in den Raub einer Öllampe aus einem türkischen Museum verwickelt, okay? Öllampe? Sie war ein Artefakt aus Marco Polos verschwundener Schatzflotte. Kublai Khans Schatz? Ja, und wie sich herausstellte, war verdammt viel mehr auf diesen Schiffen als nur Schätze. Danke fürs Folgen, Tammy Finkenstein. Tja, was Shambhala! Soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja, das war's. Schade, jede Geschichte bei ihm endet mit... Haben wir dann zerstört, nein, weil alles kaputt geht bei ihm. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten. Sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner. Bei mir. Du kommst zum Essen. Dann erzähle ich ihr von dir. Mist. Ich muss ihr von dir erzählen. Nathan. Ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Fabrizio, danke fürs Folgen. Leute, sag gerne auch in Twitch. Sah irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Heavy Rain habe ich mit der Platin durch und Panama, Beyond oder? Will ich noch spielen. Wieso? Daima, danke fürs Folgen. Eine lustige Geschichte. Oder Daima? Ja. Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Siehst du heute gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja... Sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren.
Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Ich gehe nur kurz kacken. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Das One Piece. David, danke fürs Die Folgen. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Danke fürs Wenn Folgen. Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Ja, hab's schon mal gespielt. Ist eine Zeit lang her, aber ich hab's schon mal gespielt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar. Me alegro verlo. Ich habe auch Teil 1, 2 und 3 hier live gestreamt. Bin gestern Nacht mit Teil 3 fertig geworden. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Du bist mein Schatz? Such ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Vamonos. Vamonos. Ist cool, dass man jetzt Sam spielt. Ach du Scheiße. Los demás están en posición. Steven Uncharted 4. Hector Alcázar. Seit ich hier reingekommen bin. Sammy, beeil dich. Wir müssen schnell sein. Heilige Scheiße. Heilige Margarine. Gib mir deine Waffe, du Vogel. Ocupate de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Verdammt. Diese Kerle sind zerrissen. Wir tun der Welt einen Gefallen. Hier. Merci. Bis später, Alex. Ja, das kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Ich werde heute... Hallo, Michelle. Ich werde heute an sich lange streamen, aber ich muss jetzt dann Pause machen, weil ich muss mit dem Hund raus. Geht mit ihm so. Bin es nicht gewohnt, dass man auf Dreieck nachlädt. Ach, Mann! Danke! Moin, Profil! Oh, wurde ich gerade... Nein. Wurde ich gerade geraidet? Oi! Danke für den Raid, Leute! Herzlich willkommen! Ich bin gerade etwas abgelenkt, wie eigentlich immer. Ich heiße euch herzlich. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wurde das angezeigt? Und was jetzt? Schön, dass ihr da seid. Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Samuel, geh in Deckung. Was? Warum? Tu's einfach. Ja, mach ich. Nicht. Scheiße, ist okay. Ich mach nicht das, was du sagst, Mann. Ja. Bin mein eigener Herr und Meister. Estamos bien. Au! Dankeschön.
Das nehmen wir mit. So. Hallo, Drio! Moin, moin! Der Unterschied ist einfach krass. Die Empfindlichkeit der Steuerung. Ganz anders als im dritten Teil. Du, ich höre dich. Du darfst gleich was fressen. Ist doch gleich soweit, Schatz. Für die, die es nicht wissen, Bubi ist übrigens mein Hund. Samuel, Entdeckung! Chef, gleich sind wir entweder frei oder tot. Bist du bereit? Digga, ich hab gar keine Lust auf Schießerei. Hallöchen. Das machst du nicht. Digga, mach keinen Schieß. Muss ich da drauf schießen noch? Ich weiß es nicht mehr. Nein. Komischer Typ. Bin doch gar nicht in der Nähe. Wieso, wo soll ich denn hin? Deiner Meinung nach. Piep, 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 piep. Ach du Scheiße. Ui, die nehme ich. Ja doch, die nehme ich. Mir doch Wurst. Ich wollte doch nur die Munition haben. Was? Warum macht ihr das immer? War cool. Das war ein Boom Boom Schakalaka tot. Ha, 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 ha.
das war Bum Bum. Agua. Hier, Samuel, trink. Oh nein, mir geht's gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte doch. Hey, leise, ganz ruhig. Danke für die Rose. Ich mag dich, Daniel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame un cuchillo. Weißt du, das Problem ist... Er ist doch nicht sexy. Spinnst du? So langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Du musst schon sehr verzweifelt sein, Angie, wenn du das sexy findest. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Statt dass sie ihn einfach hinfahren, wenn ich ihn weißt finde. Was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er swift ist, Samuel. Tja, Alcazar lässt mich gehen. Hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des Heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Na gut,
Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern Sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute wie... Mann. Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. Nein, auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Mann, Hund! Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Hallo, Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ubi jammert, weil er Hunger hat und raus will. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtiger Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass ja. Er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch, den Smoking sauber zu halten. Danke fürs Folgen. Schon klar. Einmal ein Dieb, immer ein Dieb.